Hallo zu einer neuen Ausgabe der UV-Videowochenschau. Ministerin Ursula von der Leyen hält die Festrede auf dem Stoppelmarkt 2016. Am Donnerstag lud Bürgermeister Gelz und der Marktausschuss den Ehrengast in Berlin ein. Am kommenden Montag berät der Dinklager Stadtrat über eine europaweite Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs für das Dinklager Rathaus. Dabei wird an die Anbindung eines Neubaus an das alte historische Rathaus gedacht. Weitere Infos zu diesen Themen findet ihr am Freitag in der UV. Egal ob in Damme, Vechta oder Lohne, die Fußball-EM geht wieder los und die Fanmeilen natürlich auch. Seid dabei und fiebert mit. Alles, was Jogis Jungs machen im Trainingslager und natürlich die besten Bilder von den Fanmeilen der Region in eurer OV. Noch kein OV-Digital-Abo, noch kein Print-Abo. Das passende Angebot habe ich jetzt für euch. Bis zum Finale gratis. Das OV-EM-Abo jetzt sichern. Kostenlos lesen bis zum Finale. Gratis Geschenk sichern, egal ob digital oder als Papierversion. www.ov-online.de. Am Samstag gibt es in Dinklage das Festival of Differences. Insgesamt werden dort 7 Bands auftreten. Los geht es um 12 Uhr in der Helenstraße. Wir machen auch ein Video dazu, das findet ihr dann auf der Homepage von Made in Dinklage. Vielleicht sehen wir uns ja am Samstag bei dem Festival.